dass diese Eröffnungswoche dazu dient, dass die Bevölkerung Ostbayerns nicht mehr Regensburg ins Stadion kommt, dass das als Wahrzeichen Ostbayerns wahrgenommen wird, dieses neue Stadion. Also wir freuen uns drauf und ich möchte mich an der Stelle bedanken bei allen Beteiligten, die in dieser Organisationsgeschichte mitgearbeitet haben, bei der Stadt Regensburg, bei der RBB, bei Conti und natürlich auch bei den Mitarbeitern des Landes. Das werden eineinhalb oder fast knapp zwei Wochen, die wirklich ein Highlight von Regensburg werden, ein Highlight dieses Sommers werden. Uns war es wichtig, einen bayerischen Bundesligisten zu kriegen. Und letztendlich haben wir beim FC Augsburg momentan am FC Bayern den zweitbesten bayerischen Bundesligisten, der nächstes Jahr möglicherweise Europa League spielt. Also das ist sicherlich eine sehr tolle Geschichte. Gleichzeitig ist jedem bekannt, der Trainer ist bestens bekannt in Regensburg und da freuen wir uns natürlich auch auf ein Wiedersehen mit Marco Freize. Wir sind da auch eng im Austausch und auch der Markus hat sich sehr gefreut, dass er da letztendlich den Sparringspartner fürs Eröffnungsspiel machen kann. Wir werden ab Mittwoch, morgen Mittwoch beginnen mit der exklusiven Vorverkaufsphase für alle Mitglieder, Dauerkartenbesitzer und Fanclubs. Diese haben ein Vorkaufsrecht für dieses Spiel, das sich in eine Woche gliedert. Der freie Vorverkauf dann für alle Fans des Jahres und darüber hinaus haben dann die Möglichkeit, ab Donnerstag, den 23. April, 10 Uhr, sich ein Ticket zu sichern. Wir haben bewusst auch darauf geschaut, dass wir die Continental Arena und gerade auch die Öffnungsfeierlichkeiten für Familien attraktiv und interessant machen und hier auch einen eigenen Familienblock geschaffen, der auch zu besonders familienfreundlichen Preisen dann angeboten wird. Wir haben uns doch in abgeschlossenen Jahren Folgendes gedacht, nämlich der Bayerische Fußballverband wird also eine Auswahl zusammenstellen, insgesamt mit 12 Feldspielern und einmal zwei Torhüter. Und anschließend wird der Jan versuchen, über die örtlichen Presse, zum Beispiel Neuertag, Mittelbayerische Zeitung und Donaupost, nämlich diese Mannschaft um 6 Spieler zu ergänzen, eventuell durch ein Voting oder so, dass dementsprechend dann eine Auswahl mit ca. 20 Spielern zur Verfügung steht. Und wir haben uns auch abgesprochen mit den letzten 2 Jahren, dass wir also versuchen, möglichst viele Vereine ins Stadion zu bringen, damit wir vielleicht das Stadion auch fast das erste Mal vollbringen. Auf jeden Fall. Herr Karl, wenn ich mir nicht so machen bei diesem Spiel, was Sie planen, dass da alle 5 Minuten mitspielen, ich würde einmal in diesem Stadion spielen. Geht das? Ja, das werden wir schon irgendwie werden wir hinbekommen. 5 Minuten, länger kann ich eh nicht. Ja. Dann können Sie mich auswechseln. Also gut. Wir wollen da wirklich viele mit einbeziehen. Wir machen auch nicht so eine Veranstaltung, wo jetzt 27 Staatsgäste auftreten und jeder 3 Stunden mit Fußball spricht, sondern wir machen Erleben für die Regensburger Bevölkerung. Für die bauen wir es nämlich. Und natürlich gibt es den offiziellen Teil, aber der wird kurz und knackig. Und dann wird erlebt, spüren. Das Stadion muss man spüren. Ja, das Thema Ligaeröffnung ist natürlich noch offen. Wir hoffen natürlich alle, dass wir die Ligaeröffnung in der 3. Liga machen. Wir haben uns für beide Ligen dazu beworben. Vom BFV für die 4. Liga haben wir schon eine Zusage bekommen, dass wir eben, falls es wirklich so weit kommen sollte und wir absteigen müssen, dass wir auf jeden Fall die Ligaeröffnung, also sprich das erste Spiel der jeweiligen Liga, dann in Regensburg stattfinden lassen. Das wird am Donnerstag 16. sein. Oder mit dem DFB sind wir auch in regen Austausch zum Thema 3. Liga-Eröffnung. Das wäre dann der Freitag, 23. Juli. Allerdings steht da die Zusage noch aus, weil das einfach erst nach Saisonende entschieden wird, wenn alle Teilnehmer der jeweiligen Liga feststehen. Ja, wir haben den großen Wunsch unserer Fans gehabt. Macht's doch bitte nicht das Eröffnungsspiel gegen FC Bayern. Dann kommt der FC Bayern und alles dreht sich nur noch um den FC Bayern und der Jahr tritt im Hintergrund und das neue Stadion tritt im Hintergrund, das muss doch nicht sein. Gleichzeitig haben wir aber, das ist richtig, das kann man auch ganz, ganz offiziell sagen, wir haben angefragt beim FC Bayern, ein Freundschaftsspiel in Regensburg zu machen und es schaut auch ganz gut aus.
dass wir da was hinbekommen. Allerdings steht bis jetzt weder eine offizielle Zusage noch ein Termin. Also das kann sein, dass in 2015 passiert, das kann auch sein, dass erst in 2016 passiert. Wir sind in sehr regem Austausch mit dem DFB, was das Thema Länderspiel anbelangt. Natürlich kein A-Länderspiel, da ist das Stadion zu klein, aber ein U21-Länderspiel, das schaut ganz gut aus. Ist allerdings auch, da ist jetzt gerade die Terminierungsphase, ist noch nicht ganz klar, ob 2015, ob 2016, aber dass in der Saison 2015-16 ein U21-Länderspiel in Regensburg stattfinden wird, ist relativ wahrscheinlich. Auch wir haben natürlich ein Abschiedsspiel, wobei wir auch wieder auch bitten der Fans, und wir halten das auch für durchaus sinnvoll und richtig, wir machen kein Freundschaftsspiel als Abschiedsspiel, sondern gleichzeitig das letzte Ligaspiel gegen Fortuna Köln am 23. Mai wird auch das offizielle Abschied. Und natürlich auch, dass viele Bürger aus Regensburg oder aus der Umgebung das als Anlass nehmen, und ich glaube, jeder verbindet irgendwo seine persönlichen Erlebnisse mit dem Jahnstadion, und dann nochmal zu diesem letzten Spiel kommen, dass wir das wirklich zum ganz tollen Erlebnis machen, im besten Fall natürlich auch zum sportlich tollen Erlebnis, dann habe ich auch sicherlich keine Angst, dass das Stadion voll wird, und das ist eine tolle